Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon mal angefangen, den Bahnhof hier zu verschandeln. Habe aber festgestellt, ja, war nicht das Gelbe vom Ei. Und ich habe dann doch den kleineren genommen, weil mir vier hier reichen. Ich habe jetzt schon mal da oben das soweit abgebaut. Ich habe jetzt auch schon mal da hinten die ganzen Upgrades soweit ein bisschen gebaut, dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. So, was möchte ich jetzt hier machen? Also, das erste ist, das reicht mir nicht aus. Den muss ich noch weiter hinter machen. Denn ich muss ja, ich sag jetzt mal, eiskalt hier vier Stück reinmachen. Mist. Wenn man jetzt wieder wüsste, was man gemacht hat, ne, dass das so durchläuft. Bevor ich jetzt nachgucke, machen wir es so. So, okay. Das heißt jetzt, ich brauche. Dann machen wir es so. Okay. Also, das heißt, es kommt schon mal so. Dann geht es so rein. Und dann brauche ich jetzt das Tiny. Und dann geht es da rein. Und dann geht es hier raus. Und dann müsste es eigentlich hier runtergehen. Dann heißt es jetzt, ich kann es das hier, was jetzt alles hier ab hier ist, kann ich jetzt abreißen. Habe ich wenigstens auch genügend Bänder, dass ich das alles machen kann. Okay. So, dann heißt es jetzt für mich, du musst jetzt hier runter. Nein, nein. So. Ja, es flackert jetzt wieder ein bisschen. Ich hätte mir gesagt, ich lasse mal ein paar reinlaufen. So, und dann gehst du jetzt. Haha. Es geht nicht so einfach, was ich mir jetzt gerade eingebildet habe. Da, da, da. Mist. Ich muss das da nochmals abreißen. Den auch abreißen. Mache jetzt wunderbar. Je länger, das ich brauche, umso schlimmer wird's. Hab's gewusst. Ich habe aber Gott sei Dank noch einen. So, du musst mal bitte stoppen. Großes Lagerhaus. Du bist hier. Geh mal bitte hier rein. So, das Tiny kommt dann hier hin. Da kommt es wieder raus. Rein. Und raus. Kommt das jetzt alles weg? Beziehungsweise, nein, machen wir so.
Dann gehst du hier rein. Gehst du hier raus. Und dann gehst du hier rein. Einmal provisorisch reinlaufen lassen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. So, denn ich möchte jetzt eigentlich hier haben, dass jetzt du hier runter gehst. Und ich muss es jetzt genau umgekehrt machen. Das heißt, hier einen, hier den. Ja. Warte mal, dann machen wir das doch anders. Und du hier. Raus, raus, raus. Kommt. Und der geht dann da rein. Nee. Okay. Also du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin und du gehst dahin. Dann passt es sogar. Raus, 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 raus. So, wie schaut es denn unten aus? Interessant. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe noch keine Ahnung, wie. So, dann brauche ich jetzt von denen da noch ein paar. So, aber der da geht ja jetzt einfach hier rein. Der geht hier rein, der geht hier rein, der geht hier rein. Das ist ja in Ordnung. Genau. Mein Problem ist jetzt aber dann hier die Verteilung. Ja, da ist das Problem. Beziehungsweise teilweise nicht. Ich mache das ganz einfach. Ich mache das jetzt so. Okay, dann habe ich jetzt genügend Platz. So, dann gehst du dahin, du gehst dahin und du gehst dahin. Und dann gehst du jetzt hier entlang. Dann gehst du hier jetzt entlang. Dann gehst du hier rein. Gehst du hier entlang. Und du gehst hier entlang. Raus, raus. Nein. So und so. Okay. Wird es interessant? Brauche auf jeden Fall noch mal einen. Ja, genau. Ja. Das heißt jetzt für mich, ja. Hahaha. Doch, das geht auch, klar. Immer gesagt, dann machen wir hier zwei. Und hier machen wir einen. Beziehungsweise hier mache ich auch nur einen. Genau. Machen wir einen und dann machen wir wieder zwei. Sehr gut, Drake.
So, dann gehst du da rein. Und du gehst komplett durch. Der geht raus, der geht raus, der geht raus. Dann brauchen wir hier jetzt noch mal diesen großen. Kommst dahin. Also der andere ist funktioniert. Nee. Genau. Halt. Dann gehst du auch raus. Sehr schön. Dann laufen die nämlich. Okay. Das ist gar nicht so leicht. So, dann heißt es jetzt nämlich für den da, du gehst nach unten. Und du gehst nach drüben. Hätte ich gesagt, lass mit denen jetzt mal so laufen. Oh Gott, ist das kompliziert gerade. Dann geht der da rein. Der geht auch darüber. Dann laufen jetzt alle drei schon. Also der da und der da laufen schon mal jetzt hier rein. Der erste ist fertig. Sehr schön. Das heißt, die roten Dinger werden reichen. Klar, wenn ich jetzt natürlich anfangen muss, Schlangen hin zu verlegen, dann ist es mir klar, dass es das nicht reicht. Brauche ich auf jeden Fall mindestens noch mal 50 Stück oder so. Dann schauen wir mal, ob wir welche haben. Nö. Warum sollte ich auch? Habe ich noch welche einstecken? Der noch welche? Ja. Hau rein. Auch neue Zahnräder. Ah, okay. Sehr schön. Die sind jetzt auch voll. Dann hauen wir mal durch. Oh, ich hoffe, dass 50 Stück reichen. Das heißt jetzt dann für mich, wir haben ein komplettes, kompliziertes Konstrukt. Also oberirdisch, glaube ich, würde es nicht hinkriegen. Jetzt ist mal für mich eine Frage. Blaupausenbuch hier. Transportbelt. Acht zu acht. Eigentlich bräuchte ich 8 zu 4. Schaut denn das aus?
Ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, ne? Ich mach das jetzt mal wirklich so. Wir drehen alles um. Ich möchte ihn momentan nicht mehr raus haben. Wenn jetzt das alles hier fertig ist, das muss jetzt erstmal alles weg. Ja, das Problem wird jetzt sein, dass ich jetzt den da. Nicht hinkriege. So, 8 zu 4. Also entweder ich mache es jetzt so oder ich mache es so. Also ich muss mit 1 rein. Also hier ist erste, zweite, dritte, vierte. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Was brauche ich für den? Kupfer. Nein. Ich brauche nur das da. Okay. Dann kommst du jetzt dann daher. Dann gehst du da rein. Kommst du dahin? Du gehst da rein. Gehst du dahin? Gehst dahin? Gehst du hierhin? Und du gehst hierhin. Okay. Nein, so lang. Nein. So, und dann stimmt der schon mal. Okay, dann haben wir den. Dann haben wir den, dann haben wir den und dann haben wir den. So, dann heißt es jetzt für mich kopieren. Okay, geht nicht. Dann brauche ich wieder mein Buch. Dann heißt es wieder 8 zu 4. Eins, zwei, 3. Ja, machen wir gleich so. Da kommst du jetzt hier hin. Machen wir wieder das. Jetzt ist nur die Frage. Brauchen noch mal. Auch noch mal ein 8x4. Braucht den dann hier?
So, dann machen wir mal die Roboter aus. Wir gehen nach oben. Brauche immer noch Kupfer. Vier Stück habe ich. Schauen wir mal. So, dann habe ich dich, dann habe ich dich, dann habe ich dich. Ich brauche jetzt noch mal vier. Gehen wir mal schnell Kupfer holen. So, wir laufen hier einmal entlang. Danke. Na Gott sei Dank habe ich das hier unten in der Ebene. Kann ich es nämlich jetzt kompakter bauen, ne? Das heißt, ich könnte es dann. Es wird nur lustig, wenn ich dann eine zweite Linie habe, wie ich das dann da baue. Muss ich alles dann nach vorne oder nach hinten verlegen? So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. Und ich kann gleich wieder loslaufen, bis ich die alle fertig habe. Ich kann auch an den Zahnrädern gleich vorbeilaufen. Ich will Stahl brauchen, ich will Eisen brauchen. Immer gleich 1000 mit. So, wie schaut's aus? Von 25, ja, Stahl. Stahl habe ich mir geschenkt. So, dann kommst du da rein. Kommst du da rein. Habe ich wenigstens noch mal 100. Das könnte es vielleicht reichen. Könnte. Was ich habe jetzt 100, ja, wobei ich habe jetzt 152, das müsste eigentlich schon reichen. Also ich kann eigentlich nur zwei Bahn, zwei Zugdinger hier bauen. Problem ist halt, ich kann halt das nicht für jeden Ding machen, ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier Eisen anhalte, ja, wobei doch, es würde gehen. Nur dann müsste ich das komplett jetzt anders umbauen. Das heißt, Eisen geht nach unten, Stein geht zum Beispiel nach oben. Das würde gehen. Dass ich den links und rechts so hinbaue. So, okay, also. Dann heißt es jetzt für mich, wir machen jetzt erst einmal hier alles fertig. Dann brauche ich auf jeden Fall nochmal. Das ist mir jetzt gerade ausgegangen. Stahl. Yay! Bin aber froh, dass ich hier in der Nähe bin von der Quelle. Wobei, nee, ist gut. Ich hoffe, dass der alles aufsammelt. Also, 22 Stück haben wir noch. Das wird auf jeden Fall kompliziert hier. Ja, wenn nicht, kopiere ich alles und schieb's nochmal nach unten. Weil sich's wirklich aufteilen muss. So, dann kommst du jetzt so hin. Gehst du hier rein, du gehst hier rein, du gehst hier rein und du gehst hier rein.
Der passt. Passt auch. Der passt. Der passt. Der passt. Passt der auch. Gut. Dann heißt es, der geht da entlang, der geht da entlang. So, den kann ich schon mal drehen. Kann der auch schon mal rauslaufen? So, das muss ich dann so machen. Jetzt habe ich gerade ganz großen Zweifel, dass mir die hier reichen. Okay. Ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar. So. Ja, war dann das? Okay, dann heißt es jetzt, du musst dahin. So, und auf geht's, wir machen nochmal. Juhu. Ja, aber es war mir klar, dass das Bahnhof basteln jetzt was Größeres wird, vor allem wenn ich es jetzt so mache. Wie gesagt, ich hoffe, dass das dann alles super funktioniert. Ah, mein Lagerhaus ist jetzt auch leer. 8 Stück. Doch so viele. Brauche auf jeden Fall Minimum nochmal. Minimum. Dann drückt mal die Daumen, dass es jetzt reicht. Ja, dann muss das, man muss es ja fast so machen. Weil sonst hat man überhaupt keine Chance. Ja, ausräumen. Ausräumen geht schnell. Einräumen dauert ewig. So, dann kann ich das jetzt schon mal alles wegmachen. Weil es ist schon alles fertig. So. Reicht wieder nicht. Bei weitem nicht. Ich brauche noch mal Minimum noch mal. Ich brauche 100. Ah ja, wir laufen ja gern. Ja, aber ich laufe lieber, ne, als dass ich es in der Hand craft, weil es dauert länger. Also, das heißt jetzt, ich brauche jetzt davon 2. Dann brauche ich von... hier 2 und von dir 2. So, da haben wir schon mal jetzt 500. Machen wir auch voll. Da kommen jetzt hier auch nochmal 500 rein. Ball vergessen.
Und der Stahl. Brauche wirklich 100 Stück. Sonst reicht mir das wieder nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall dann mal angucken. Wie gesagt, wenn ich das mit der zweiten Seite mache, kann es sein, dass ich das dann sogar irgendwann mal. Offline hin bastel. Wenn ich euch dann zeige, wie ich es gemacht habe. Weil das könnte richtig lang dauern. Ja, wir werden sehen. So. Aber zwei Waggons sind auf jeden Fall schon mal leer. Das ist doch schon mal schön. So, und jetzt sind die alle miteinander verbunden. Das heißt, der Wagen kann jetzt auch ausgeleert werden. Habe ich vielleicht Glück? Jo. Reicht. Also, der ist jetzt komplett voll Rohr am Schaffen. Das Problem ist halt, ne, er ist halt langsamer, klar. Ich könnte jetzt natürlich, was ja am meisten Sinn auch macht, nur ich glaube nicht, dass ich so weit komme. Ja, da müsste ich jetzt halt dann die da auch in Blau schon machen. Ist das? Ja, das ist möglich. Sogar schon fertig. Aber ich merke da nicht, dass der schneller geworden ist. Bin ich ganz ehrlich. Die sind doch. Sind die schneller? Nö. Mir kommt so vor, als wäre der hier schneller als der hier. Ganz ehrlich, dann baue ich das wieder um auf Rot. Dann hebe ich mir die Blau nämlich dafür auf, für bessere Sachen. Frag mich gerade, was die da sind. Ja, okay, das ist halt immer, was übrig bleibt. Außer wenn wir es nie können. Außer ich baue sie ab. Also ich gehe jetzt hin und sage, räum die mir immer da rein. Das mache ich jetzt ganz einfach auch so. Kann ich mir noch einen bauen? Ja. Wie gesagt, das ist sowieso egal, aber er wird aufgeräumt. Brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4.
Jawohl. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4. Auch der sauber. Und wie schnell entlädt? Das geht doch. Finde ich doch nicht mehr schlecht. Wie gesagt, die kommen jetzt dann gleich gepresst da drüben an. Okay, es blinkt halt ein bisschen. Und der macht es dann die Zweier. Und der kommt jetzt dann hier an und teilt alles auf. Dauert halt ewig, bis der wieder weiterzieht. Aber ist halt leider so. Wie gesagt, kann jetzt irgendwann sein, dass ich dann noch da unten halt nochmal hingehe und dasselbe nochmal aufbau und den halt dann verlänger. Das Schlimme ist ja eigentlich, ich müsste eigentlich hier, um hier diese Schiene hier, müsste ich eigentlich nur so 5 Stück nach unten. Oder 4 Stück. Das wird interessant. Ja, weil ich brauche sozusagen, ich bin jetzt dann hier 2 weg. Müsst ihr dann hier auch 2 weg? Brennstoff. Ja, ist noch genügend drin. Und leider blinkt es halt die ganze Zeit. Aber es bringt mich auf eine Idee. So, du kommst dahin. Du kommst dahin, du gehst weg. Kommst dahin. Du kommst weg. Der war natürlich wieder total schlau. Du gehst da rein. Und dann kommst du weg. Und dann machen wir dich nochmal ein wenig länger. Geht natürlich da oben dann nicht. So, der ist gleich durch. Nong, 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 nong. Das ist schon wenigstens ein bisschen schneller. Apropos, nong, nong, nong. Du bist weg. Das heißt, ich werde auch irgendwann sowas Kompliziertes da unten bauen müssen, dass der auch der schneller einlädt. Ja, da freue ich mich. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Eisen im System.
Und da hinten, ja, das wird jetzt dann lustig. Wir verstopfen jetzt dann den da drüben. Nur der wird ewig brauchen, bis er da ist, hä? Glaube ich, geht schneller. Lü. Dim, 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 dim. Was der denn nicht verstopft? Passt. Dann heißt es jetzt bei dem, du gehst dahin. Bei dem, du gehst dahin. So, bevor du da wieder weitermachst. Beziehungsweise, nee. Räum mal raus. Kiste wieder rein. Und da kann ich sie einfach ins Lager schmeißen. Zack. Weg. Aufgeräumt. Finde ich super. Alles klar. So, dann schauen wir uns schnell nochmal den Zug an. Ja, es dauert auf jeden Fall, bis die Fracht es dann da drin ist. Wie gesagt, solange ich nur momentan eine Seite habe, hätte ich gesagt, könnte ich es lassen. Aber das Problem ist halt, okay, mir gehen jetzt nicht gleich die Kohle aus. Ich habe nur 88.000, da habe ich auch noch 96.000 und da habe ich noch 122.000. Ist jetzt nicht das Problem, aber ich muss es natürlich auch irgendwann planen und bauen. Aber da können wir uns natürlich jetzt ein bisschen Zeit lassen. So, aber das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall eine vernünftige Idee, wie man das macht mit dem Bahnhof. Ja, das heißt also, wir haben alles hier unterirdisch. Wie gesagt, das zweite Problem ist, wenn da noch ein zweiter ein Gegenbahnhof da ist, aber den kann man ja ziemlich weit nach unten bauen. Ja, wobei, nee. Wenn ich mir vorstelle, wir sind jetzt hier, sind wir hier, ja, wird witzig. Wird ganz witzig. Naja, Mann wird sehen. Frau auch. Ja, aber wir sind schon mal stolz. Also das funktioniert auf jeden Fall auch. Das heißt, wir müssen jetzt dann irgendwann noch den Steinzeug, was jetzt hier drin ist, auch noch anschließen, dass das da drüben ankommt. Aber beim nächsten Mal, wenn wir jetzt wieder uns hoffentlich um Automatisierung kümmern, dass wir da auch mal anfangen können, das Zeug hier wegen abzubauen, dass wir dann auch hier jetzt einiges dann wegkriegen. Weil das habe ich jetzt, soweit ich jetzt weiß, habe ich da, ja, Strom, Mainline, Mainline, Mainline. Dann kommt hier, habe ich hier Bahnhof. Irgendwo muss ich nur die Forschung hinbauen. Vermutlich hier. Genau. Das werden wir dann vielleicht auch beim nächsten Mal tun. Muss ich mir angucken. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.